Hallo, ich zeige euch den neuen Lipgloss. Eine wunderschöne Farbe. Ich sag's euch, eine wunderschöne Farbe. Ich werde ihn mal pur auftragen, damit ihr seht, wie die Farbe aussieht. So sieht die Farbe pur auf den Lippen aus, ohne was. Man kann natürlich einen Lippenkonturenstift nehmen und man kann ihn auch mischen mit anderen Lippenstiften. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Varianten. Also so sieht er erstmal pur aus. Jetzt habe ich mir das abgemacht und nehme den Lippenkonturenstift Waldbeere und damit umrande ich meine Lippen. Habe ich jetzt meine Lippen angemalt. Das heißt, ich habe hier so ein bisschen mehr Farbe aufgetragen und nur hier mache ich nichts. Da kommt jetzt der Lipgloss rauf. Und so sieht das aus in Verbindung mit dem Lippenkonturenstift Waldbeere. Und jetzt umrande ich die Lippen einmal mit Weinrot. So sieht das aus mit Weinrot. Auch hier habe ich außen wieder ein bisschen mehr gemalt. Und jetzt kommt der Lipgloss darüber. So sieht das aus mit Weinrot. Und jetzt nehme ich den Lippenstift Appelschnute von der Marke Liplack. Sieht Appelschnute pur aus und jetzt kommt der Lipgloss. Und so sieht das zusammen aus, Appelschnute mit dem Lipgloss. Jetzt kommt natürlich Orange. Und jetzt kommt der Lipgloss darüber. Natürlich Orange mit dem Lipgloss. Jetzt habt ihr einige Varianten gesehen mit dem Lipgloss zusammen. Man kann ihn mit Lippenkonturenstift auftragen, pur oder auf einem Lippenstift. Ich finde, er macht immer eine gute Figur und er sieht auf fast allen Lippenstiften einfach nur toll aus. Viel Spaß beim Ausprobieren!